Alter, der wollte mich fressen. Ah, that's the big monkey. No, the big monkey. Yes. Be careful. You see, he wants to attack me. Don't to be closer. There is the monkey. Sehr heiß ist, habe ich beschlossen, hier meinen letzten Tag in Kota Kinabalu nicht durch das Wetter versauern zu lassen, sondern trotzdem noch mal nach Sapi Island zu fahren. Jetzt habe ich mein Ticket wieder. Hier sind die ganzen Ticketschalter, da kann man sich eins aussuchen. Immer derselbe Preis, 23 Ringgit zu einer Insel. Das Blaue ist die Gebühr fürs Terminal. Die muss man extra zahlen, kostet 27. Das ist der Guide, der uns mit dem Boot nach Sapi Island bringt. Jetzt werde ich hier wieder registriert und bekomme Schwimmwesten und dann geht's aufs Boot. An dem kleinen Strand und muss feststellen, dass jetzt gerade Flut ist und dass das Meer noch ganz schön dicht ist. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob jetzt Ebbe kommt oder ob jetzt die Flut kommt oder ob es jetzt der Höchststand ist. Dort hinten ist die Hängematte, wo ich gestern drauf gelegen habe. So, ich glaube, das wird hier heute nichts. Schaut mal. Und in 7 Stunden ist Ebbe. Das heißt, es wird zwar jetzt immer weniger, jetzt habe ich mich entschlossen, hier nicht mehr zu bleiben, sondern wieder an den Hauptstrand zu gehen. Vielleicht finde ich ja da eine ruhige Ecke, wo man schnorcheln kann. Nochmal ein letzter Blick in diesen wunderschönen Regenwald hier. Ich hoffe, ihr hört die Tiere. Ich muss jetzt wieder hier hochklettern. Jetzt bin ich hier wieder an der Stelle, wo ich gestern auf den Affen gestoßen bin. A snake. Yeah. Is it poisonous? Any idea? No idea? I don't know. It's a small snake. Also die lachen sich jetzt tot über den einen, der hier stand und gefragt hat, ob die giftig ist oder so. Die Einheimischen, weil die ist wirklich sehr klein gewesen. So dick wie mein kleiner Finger. Und jetzt ist sie weg. Aber einige Leute wollten jetzt nicht mehr hier zur Toilette laufen deswegen. Ich muss hier wirklich aufpassen. Jetzt wäre ich fast über diesen Waran gestolpert. Der kann ja richtig schnell rennen vor lauter Schreck. So, jetzt habe ich das schöne Fleckchen hier gefunden und hier scheint es direkt am Ufer interessante Stellen zu geben. Ich würde einfach mal verbotenerweise hier losschnorcheln. Steht aber direkt ein Schild dran, dass Schnorcheln hier verboten ist. Schade, eine super schöne Stelle. Aber nichts zu sehen. 3 Fische und ganz viele Steine. Aber nichts zu sehen. 3 Fische und ganz viele Steine.
Wow, schaut mal, was Licht so ausmacht. Jetzt sieht es ja aus wie im Paradies. Außer die Bojen. Aber die Menschen können hier nicht auf Regeln hören. Andauernd wird hier gepfiffen, weil wieder einer hinter der Absperrung ist. Ich kann es schon verstehen, dass die ihr Riff hier schützen wollen. Jetzt sieht man das Riff so schön. Die dunklen Stellen im Wasser. Die gehen schnorcheln mit Schwimmweste. Nicht, dass sie untergehen beim Schnorcheln. Sind hier wieder die Affen. Da kann ich nichts liegen lassen. Die klauen mir alles. Aber jetzt scheint die Sonne. Da ist bestimmt schöne Sicht im Wasser. Wenn ihr hier eine Tour bucht, dann bekommt ihr Lunch. Und da ist jetzt hier das Buffet aufgebaut worden. Aber ne, lieber esse ich die Bananen vom Markt gestern, bevor ich mich hier zu dieser Massenveranstaltung einfinde. So, guckt euch das mal an. Wo soll man denn hier schnorcheln? Ich soll über die weiße Linie schwimmen. Na, alles klar, das werde ich jetzt tun. Das Gute ist, dass die alle sandscheu sind. Das heißt, ich kann mich hier beruhigt in den Sand legen. Und keiner legt sich neben mir. Schwimmerbereich. Seht ihr die Bojen da? Und die ganzen Menschen mit Schwimmwesten? Und das ist der Schwimmerbereich hier. Also hier tauchen auch ein paar mit Schwimmwesten. Aber ist es nicht traurig, dass so wenig Menschen auf der Welt schwimmen können? Jetzt müssen alle aus dem Tauchbereich heraus. Finde ich richtig, um das Riff zu schützen. Da ist auch ein Baby bei. Thank you.
Alter, der wollte mich fressen. Ah, that's the big monkey. The big monkey. Yes. Be careful. You see, he wants to attack me. Dangerous. Don't to be close. There is this monkey. Jetzt sind sie alle weg. Der Waran, die Affen. Na dann, tschüss, du schöne Affeninsel. So, jetzt suchen alle ihre Leute hier zusammen. Jede Organisation brüllt hier rum. Meiner ruft die ganze Zeit hier Sunny Rainbow, weil das der Veranstalter war, der mich hier rübergefahren hat. Jetzt wird es hier einsam auf der schönen Affeninsel. Ich da vorne sitzen, yeah! Das ist Gaia Island.